Kachi Meister. Jo Leute, herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ich nehme das erstmal mit einem Popschutz auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob man da einen Unterschied hört. Ich habe bis jetzt keinen Popschutz benutzt. Also ich habe den mit dem Mikro schon gekauft, aber ich guck da immer so drauf, wisst ihr, und da sind ja so diese Stoffflechten, nenne ich es mal, die ja die Störgeräusche abfangen sollen, und ich krieg da irgendwie Kopfschmerzen, wenn ich da drauf gucke. Ich weiß nicht, also hoffentlich wird das jetzt nicht das Problem. Okay, letztes Mal haben wir Freezer besiegt und jetzt stürmen wir vorwärts zur Makaio-Sternsaga, das heißt die von Garlic Junior. Okay, Nebel der Angst. Der unsterbliche Garlic Junior ist zurück. Ohne Son Goku muss ihn Son Gohan schlagen. Ich hasse die Saga übrigens. Katsute Son Goku ni yabure fuyin sareta Garlic Junior ga fukkatsu shi, ma no kuroi kiri o chijou ni nagashikomi, zenjinrui o mazokka shite shimau. Freeza sen go, yukue fumei no Goku o kaita Z senshi tachi wa kusen suru. Goku fuzai no ima, chikyu o mamoreru mono wa sono musuko Son Gohan no mi. 数々の戦いを乗り越えてきたご飯のパワーが魔境星を打つ. Ich meine, die Garlic Junior Saga ist zwar die Fortsetzung des allerersten Dragon Ball Z Films, aber ich finde es einfach unnötig. Es macht so keinen Sinn, warum diese Saga einfach so da reinbringen. Das, ich weiß nicht, es ist einfach ohne Sinn für mich. Okay, gibt's nix? Was sagt Tenshin Han? Nix? Hallo? Ja. Wenn du gegen einen Feind gewinnst, der im Kampf unbesiegbar war, passiert etwas. Was sollen diese Tipps? Was bedeutet das? Das weiß ich immer noch nicht. Was passiert da? Das Einzige, was ich glaube ich noch abchecken werde, ist immer mal wieder den Turm von Meister Quitten. Das ist Gottes Versteck, wenn wir da gegen irgendwelche Mega-Gegner kämpfen müssen. Und dann kriegen wir eventuell Belohnung in Form von Erfahrung oder sonst was. Auf der Seite kannst du schlagen. Ich werde so meinen Test machen. Yes! Mishta Popo. So, natürlich nehmen wir Krillin. Wegen seiner guten alten Scatter Kamehameha Technik. Scatter Beam. Ey, dieser Sack! Oh, das war knapp. Ist schon eine Weile her, dass ich das mal aufgenommen habe. Und ich bin noch nicht mal fertig mit dem Let's Play. Es muss noch der letzte Part vor dem hier hochgeladen werden. Ach so, dieser Fettklops, den kann man doch gar nicht verfehlen. Dieser Sack. Okay, da bin ich irgendwie jetzt in den Brain AFK-Modus gegangen. Ey, ich wäre gar nicht mehr im Dingens drin in der Hitbox. Eben bevor ich verliere noch. Oh mein Gott! Ich verliere tatsächlich noch, das gibt es nicht. Fängt ja gut an. Da, wo es aufgehört hat.
Manchmal kann das Spiel ein bisschen retarded sein. Ja, ich habe schon überlegt, was ich mache, wenn ich mit Tenkaichi 2 fertig bin. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich werde nicht Tenkaichi 1 Let's Playen, weil das Gameplay von Tenkaichi 1 ziemlich retarded ist, wenn man das jetzt so im Rücksitz betrachtet. Im Rückblick, meine ich.人間を魔族化する悪アミストを地上へ流す。その頃、カメハウスで仲間たちとの再会を楽しんでいたご飯たちに事件が起こる。悪アミストの影響で魔族化したカメ仙人とヤムチャが突如ご飯たちに襲いかかる。 Ja. Schade, dass die nicht die besessene Chichi gezeigt haben. Das fand ich ganz lustig im Anime. Wo sie erstmal so angepisst aus Son Gohan war, weil er keine Hausaufgaben gemacht hat. Auf einmal geht sie so vampirmäßig auf ihn los. Morgen übrigens, ganz wichtiger Tag, da ist bei Dokkan Battle der Drop Day vom Jiren und Ultra Instinct Goku Banner. Da bin ich mal gespannt, ob ich einen oder vielleicht sogar beide bekomme, das wäre sehr nice. Ja, aber zurück zur Ausgangsfrage. Zwecks, was ich nach dem Tenkaichi 2 Let's Play mache. Wie gesagt, Tenkaichi 1 wird nicht Let's Played, weil das Gameplay retarded ist. Muss man sagen, man kann Gegner erst wegschlagen, wenn man Kombos gemacht hat. Man muss theoretisch diese Schlagleiste unten, die unten rechts am Bildschirm zu sehen ist, die muss man theoretisch erstmal aufbauen, indem man Kombos macht. Und dann muss man immer noch die Taste aufladen. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ach ja. Auf jeden Fall, deswegen werde ich Tenkaichi auf jeden Fall nicht Let's Playen. Was ich überlegt habe, ich habe zwar schon Tenkaichi 3 Let's Played, das ist mittlerweile aber schon ziemlich lange her. Und, ja, auf PCSX2 meine ich, da hat es nochmal eine bessere Qualität erstmal. Dann werde ich aber nicht genau Tenkaichi 3 Let's Playen, sondern vielmehr die Modded ISO Tenkaichi 4. Ich weiß jetzt nicht, wie das Modding-Team heißt, die daran beteiligt war. Aber das hat außerdem ein paar weggeschnittene Kämpfe, die unnötig sind. Irgendwelche Movie-Kämpfe zum Beispiel, ich weiß zwar nicht welche. Ich glaube zum Beispiel... Ach du Scheiße! Was war das denn? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau. Müsste zum Beispiel Dr. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der Wissenschaftler, der sein Gehirn in den Roboter verpflanzt hat, aus dem Film Der Stärkste auf Erden. Ja, auf jeden Fall. Der fehlt dann, glaube ich. Und dafür haben sie ein bisschen die Dragon Ball Super Sagen ins Spiel gepackt. Von der Ankunft von Beerus bis zum Kampf Son Goku gegen Caulifler und Kale im Turnier der Kraft. Aber was ein bisschen dagegen spricht, ist... Moment. Son Gohans Beine! Jedenfalls, was ein bisschen dagegen spricht, ist, das glaube ich, weil das ein spanisches Modder-Team ist, sind glaube ich auch die Untertitel auf Spanisch und teilweise die Stimmen.
Wegen den Stimmen wäre es nicht so schlimm, aber wenn die Untertitel auf Spanisch sind, ist natürlich kacke. Dann, ja, weiß ich nicht. Also ich muss das noch überlegen. Das war eine Möglichkeit. Dann natürlich, dass ich mit der Naruto Storm Serie anfange, aber das wollte ich erst machen, wenn ich mit Ultimate Ninja 5 fertig bin. Oder vielleicht mache ich dann noch ein anderes Ultimate Ninja zwischendurch, das weiß ich noch nicht. Muss ich noch überlegen. Aber das Let's Play kommt auch langsam zum Ende. Son Gohan und die anderen erreichen Gottes Versteck. Dort wartet ein unerwarteter Feind. Juch, die Lache. Ja, wie gesagt, das Ultimate Ninja 5 Let's Play kommt auch tatsächlich langsam zum Ende, aber sogar sehr langsam, weil ich muss jetzt den letzten Holzklon finden, so viel ich noch weiß. Das ist nämlich schon wieder ein bisschen her. Das war, glaube ich, im Februar. Und jetzt haben wir schon wieder Mai. Auf jeden Fall, ich glaube, den letzten Holzklon. Dann kommt noch diese Bonussaga von Sasuke. Und ich weiß nicht, ob das Spiel dann schon fertig ist oder ob da noch was zwischenkommt. Aber ja, also ist noch ein bisschen was zu machen. Und das Spiel zieht sich tatsächlich ziemlich lang. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, ich finde das Gameplay von Tenkaichi 2 so komisch träge im Vergleich zu 3. In 3 ist es richtig schön smooth und manche Sachen fühlen sich einfach voll langsam an. Also ich überlege, Ultimate Ninja 4 wäre dann aber eine ekelhafte Reihenfolge, weil erst 5, dann 4, dann vielleicht sogar noch 3. Dann überlege ich mir Ultimate Ninja 2, das war mein erstes Ultimate Ninja. Ultimate Ninja 1 irgendwie nicht, weil es hat keine richtige Story, eher so eine Art nur Arcade-Mode, das ist jetzt keine richtige Story. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Ultimate Ninja 2 anfange, dann 3 und dann 4. Dass ich da mit 5 angefangen habe, ist natürlich kacke aus soll's. Und dann mit der Storm-Reihe. Aber ich muss das doch genau überlegen. Okay. Son Gohans Respekt vor Piccolo hindert ihn daran, voll zu kämpfen. Um Son Gohan zu beschützen, wird nun auch Krillin zum Monster. Piccolo überlässt Garlic Jr. und kann Gott retten. Mr. Popo! Gott und Popo eilen davon, um das heilige Wasser zu retten. Es ist Zeit, Garlic Jr. ein für alle Mal zu besiegen. Ja, allein dass jetzt schon der Endfight kommt, zeigt, wie scheiße, kurz und unnötig diese Saga ist. Der Hauptaspekt der Garlic Jr. Saga war Maron, die Freundin von Krillin, die er in der Zwischenzeit hatte, weil sie ein fucking Reskin von Bulma war und am Ende nur sein Money wollte. Ja, wie gesagt, es ging nur um Maron und Garlic Jr. war einfach nur pathetic, kam im ersten Film, wo, was ich ziemlich cool finde, der Film spielte noch vor den Ereignissen von Dragon Ball Z, weswegen Piccolo und Son Goku dann noch Feinde waren. Das heißt, es gab einen Moment in diesem Film, wo es schien, als wäre Garlic Jr. besiegt und dann, ja,
sind Son Goku und Piccolo aufeinander losgegangen und wollten sich dann auch bekämpfen, aber dann, ja, ich bin noch gar nicht besiegt, bla bla. Und am Ende ist er dann durch Son Gohan in seine eigene Dead Zone gesaugt worden. Und natürlich musste das in diesem Special auch nochmal passieren. Als wäre er nicht schon einmal blamiert worden. Und das Beste daran ist ja, dass der Typ einfach mal sich mit den Dragon Balls unsterblich gewünscht hat. Das heißt, es ist quasi die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, außer ihn zu versiegeln. Obwohl er natürlich in seiner Dead Zone auch irgendwie versiegelt ist. Ja. Geil. Piccolo auch ein Wort mitreden. Ich hasse das, wenn die diese schnellen Steps. Oh shit. Wenn sie diese schnellen Steps als Combo haben, ununterbrochen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Endkampf. Der Vor-Endkampf war das. Das war der Endkampf, hä? Und was ist mit Garlic Juniors Full Power Form? Kommt die in Tenkaichi 2 gar nicht vor, oder was? Achso, klar.忘れたのか。俺は戦論によって永遠の命を得ているのだ。計画を阻止された瓦力ジュニアには強く、ご飯は荒ん限りの力を解放し、全力で魔強制を打つ。魔強制を破壊され、力を失った瓦力ジュニアを打ち、ガーリックジュニアの魔の手から地球を守り抜いた Z 戦士たち、孫悟空の代役を立派に務めたご飯の成長に少し誇らしげなピッコロであった。 Wie ich gesagt habe, unnötig. Ja, ich könnte natürlich die Budokai-Reihe Let's Playen oder so. Das weiß ich nicht. Also wäre gut, wenn ihr dann was sagen könnt, so eine Empfehlung.